Hey Leute, Affle ist zurück. Ich habe für euch ein paar Anfänger-Tipps für No One Survived. Wenn ihr den Charakter erstellt, könnt ihr ein neues Spiel erstellen. Gleich der erste Tipp: Aktiviert das Geschenkpaket für Anfänger mit diesem Haken. Dann habt ihr eine kleine Startausrüstung, die ist echt wichtig. Eine Frage, die ziemlich häufig von Anfängern kommt, ist: Wie kann man seine Lebensenergie wiederherstellen? Ganz einfach, unten auf der Taste 5 habt ihr bei eurer Startausrüstung den Hammer. Dann drückt ihr die mittlere Maustaste bzw. euer Mausrad einmal rein. Bei Möbel habt ihr dann hier die Strohmatte. Die Strohmatte platziert ihr hier so auf dem Boden. Dann nehmt ihr mit der Taste 6 eure Axt in die Hand, macht diese Bäume hier klein und rechts wird schon angezeigt, dass ihr das entsprechende Material bekommt. Dann geht ihr zu eurem Gebäudeteil oder jetzt in diesem Fall zu eurem Bett zurück und jetzt könnt ihr mit der Taste E entweder alles einzeln reinlegen oder mit der Taste F sofort alles reinlegen. Dann werden alle Materialien aus eurem Inventar hier direkt ins Gebäudeteil oder halt jetzt hier in das Bett reingelegt. Und wenn ihr Schaden erlangt habt, in meinem Fall habe ich jetzt hier 70 Lebenspunkte, dann legt ihr euch einfach hier ins Bett rein, schlaft ein paar Stunden und ihr werdet unten links sehen, wie sich eure Lebenspunkte relativ schnell wiederherstellen. Währenddessen vergeht aber die Zeit. Was ihr auch machen könnt im Bett: Auferstehungspunkt setzen. Das bedeutet, wenn ihr hier drückt und ihr werdet sterben, dann landet ihr wieder hier bei diesem Bett, an welchem ihr euren Auferstehungspunkt festgelegt habt. Ihr könnt im Spiel auch zu eurer Ausrüstung dann von hier aus zurücklaufen. Auch wichtig für euch Anfänger zu verstehen ist die Mechanik mit Pfeil und Bogen. Ihr könnt natürlich mit eurer Feuerwaffe auch einfach so jeden Zombie ausschalten. Die Schussgeräusche locken aber dann alle anderen Zombies aus der Umgebung an. Stattdessen benutzt ihr euren Pfeil und Bogen. Ihr haltet die rechte Maustaste gedrückt und mit der linken Maustaste schießt ihr dann auf den Kopf. Vielleicht ist es euch gerade schon aufgefallen, ich habe ein kleines Stückchen rechts vom Kopf des Zombies gezielt. Mein Tipp ist, zielt immer so ein kleines Stückchen, ganz wenig, rechts vom Kopf. Dann trefft ihr ihn auch. Und dann könnt ihr zu den Zombies hingehen, auf Aufsammeln drücken und dann sammelt ihr eure Pfeile mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wieder auf. Manchmal gehen diese aber auch kaputt. Da die Pfeile mit der Zeit sich abnutzen und kaputt gehen, müsst ihr auch immer wieder neue bauen. Dafür haut ihr diese Büsche wieder klein und hier am Boden findet ihr überall so Steine. In diesem Crafting-Menü gibt es dann die Steinpfeile. Ihr könnt jetzt hier mit diesem Button immer einzelne Pfeile herstellen. Bevor ihr aber jetzt ständig einzelne Steine aufsammelt, habe ich hier direkt wieder einen Tipp für euch. Hier oben beim Hammer habt ihr das Crafting-Menü. Da könnt ihr auch unter anderem die Steinspitzhacke bauen. Die Spitzhacke ist recht groß, entsprechend müsst ihr Slot 1 oder 2, das sind eure Rückenslots, der Steinspitzhacke belegen. Dann nehmen wir die Spitzhacke in die Hand, gehen zu irgendeinem Stein und schon habt ihr rechts gesehen, Haufen weiße Steine ins Inventar hinzugefügt worden. Das ist natürlich super mühselig, es geht aber auch deutlich einfacher. Wir lernen also unsere erste Werkbank herzustellen. Dafür nehmt ihr die Axt in die Hand, dann haut ihr einen Baum klein. Den Baum müsst ihr dann nochmal extra verkleinern. Dann nehmt ihr einmal so einen Baumstamm in die Hand. Geht dann oben links aufs Buch. Und jetzt könnt ihr hier den Verarbeitungstisch mit einem Baumstamm und den drei Steinen lernen. Und jetzt könnt ihr hier bei Synthese den Verarbeitungstisch bauen. Die Steinpfeile, die könnt ihr jetzt hier mit einer Warteschlange erzeugen. Was ihr dafür machen müsst, ist, ihr müsst die Stöcke und die Steine einmal alle rüberschieben. Die Gegenstände, die ihr hier rüber haben möchtet, die müsst ihr nicht mühevoll hier jedes Mal so rüberziehen mit eurer Maus. Es reicht doch vollkommen aus, ne, zum Beispiel hier jetzt dieser Stein, einmal Linksklick, zack und drüben ist er. Also geht mega schnell und komfortabel, ihr könnt hier alles ganz schnell und easy einlagern und Platz schaffen in eurem Inventar. So, auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen Material und dann drücken wir hier auf Herstellen. Auch ein Tipp: Ihr habt gerade hier rechts gesehen, mechanische Fertigkeit gestiegen. Ihr könnt auch, während die Warteschlange für die Herstellung weiterläuft, euch von eurer Werkbank entfernen und etwas anderes machen, wie zum Beispiel looten gehen oder eure Basis weiterbauen. Die Fertigkeitensteigerung bekommt ihr aber nur, wenn ihr so während dem Bauen an dieser Werkbank stehen bleibt. Das gilt auch für alles andere, wie Schmelzöfen. Egal was ihr tut, ihr steigert eure Fertigkeit nur, wenn ihr hier am Tisch beim Verarbeiten stehen bleibt. Eine wichtige Spielmechanik, die ich Anfängern auch unbedingt näher bringen muss, hier unten links, die Hygiene eures Charakters, das ist dieses Bürstensymbol. Wenn ihr an eine Wasserstelle hingeht, könnt ihr einfach so euch reinigen mit der Taste F, was aber auch geht, wenn ihr eine Wasserflasche zum Beispiel gefunden habt, auch einfach Rechtsklick machen und diese nicht nur trinken, sondern euch auch damit einmal reinigen. Wenn ihr euer Wasser auffüllen wollt, dann könnt ihr eure Flasche einfach hier in die Mitte in dieses Symbol reinziehen. Und dann ist eure Flasche wieder voll, um euch zu jeder Zeit immer wieder reinigen zu können. Das ist nicht nur wichtig, damit ihr keine Wundinfektionen bekommt und so euer Charakter weniger Ausdauer hat. Zombies in No One Survived können euch auch riechen. Das heißt, je sauberer ihr seid, desto weniger schnell entdecken euch Zombies.
Ich empfehle euch, dass ihr nur sauberes Wasser trinkt. Es kann aber sein, dass ihr gerade nichts Sauberes zum Trinken vorrätig habt, entsprechend vielleicht schmutziges Wasser trinken müsst. Dann könnt ihr Malaria bekommen. Das ist jetzt hier oben rechts das Symbol. Malaria schwächt euren Charakter. Es gibt in der Spielwelt zwar diese Magenmedizin hier zu finden, aber wenn ihr die nicht zur Hand habt, könnt ihr euch auch trotzdem ganz einfach helfen, indem ihr ein Feuer baut. Das macht ihr auch wieder über das Baumenü. Das Feuer hätten wir fertig. Jetzt brauchen wir noch Kräuter. Da kann ich euch empfehlen, macht bei Bildschirmeinstellungen die Vegetation auf niedrig. Drückt auf Anwenden. Und wie ihr jetzt gleich seht, man sieht nirgendwo mehr Gras, außer die Gegenstände, die man auch wirklich einsammeln kann. Beispielsweise auch hier die Kräuter. Und die brauchen wir, um Malaria loszuwerden. Jetzt sammeln wir ein paar Stöcke ein. Gehen hier auf das Feuer, dann zieht ihr die Stöcke, das geht auch mit Holzkohle oder Baumstämmen, könnt ihr das Feuer hier zum Brennen bringen und die Brenndauer verlängern, je nachdem wie viel Material ihr hier reinzieht. Dann nehmt ihr euren Topf, legt den dort rein. Jetzt müsst ihr einmal die Kräuter hier reinlegen und zweimal Wasser. Dann drückt ihr auf Kochen. Hier habt ihr jetzt den Kräutertee. Und dann drücken wir auf Rechtsklick und Essen, beziehungsweise ja, eigentlich trinken, aber laut Kontextbefehl eben Essen. Und wie ihr oben rechts seht, das Malaria ist weg. Und noch ein letzter wichtiger Tipp für Anfänger. Diese Dosen, ihr könnt es auch einfach hier reinziehen. Und wenn wir ein bisschen warten, wie ihr seht, ist jetzt hier ein fertiges Gericht daraus entstanden. Die Gerichte füllen euch nicht nur Kohlenhydrate und Proteine wieder auf, sondern geben euch auch körperliche Stärke, welche eure Angriffe stärker machen. Okay, Freunde, das war's. Ich hoffe, ich konnte ein paar von euch den Einstieg in das Spiel erleichtern. Momentan wird No One Survived immer beliebter. Auch alle Zuschauer, die auf meine Empfehlung hin das Spiel sich bis jetzt geholt haben, haben es nicht bereut. Gibt es noch irgendwas, was ihr gerne im Video gesehen hättet? Schreibt das gerne in die Kommentare, dann schaue ich, dass ich das vielleicht in ein weiteres Tutorial-Video zu No One Survived mit reinpacke. Danke fürs Reinschauen, habt einen schönen Tag noch.